Das Video wird zu Ostern mit Hilfe einer Drohne gedreht, die vom Strand aus gesteuert wird. Zu sehen sind etliche Haie, die sich ganz in der Nähe des Ufers durch einen Fischschwarm fressen. Der Strand ist inzwischen von den Behörden fürs Schwimmen gesperrt. Ganz in der Nähe kommt es erst Anfang April zu einer Haiattacke. Damals wird ein 46-jähriger Mann von dem Raubfisch angegriffen. Wegen Bissverletzungen am linken Bein liegt er noch immer im Krankenhaus.